Ja, hallo zusammen zu meinem neuesten Newsletter-Blog Nordzypern. Diesmal der zweite Teil im August 2024, direkt nach den Olympischen Spielen. Zuletzt habe ich ja erzählt, dass ausgerechnet zwei Hochspringer aus der Republik Zypern und aus Nordzypern an den Olympischen Spielen teilgenommen haben. Wie ist es ausgegangen? Nun, weder die eine noch die andere hat eine Medaille gewonnen. Soweit ich das überblickt habe, gab es den 8. und den 10. Platz. Nun zurück zu wichtigeren oder vielleicht wichtigeren Angelegenheiten. Wie sieht es aus mit den Preissteigerungen auf Nordzypern? Ja, die Inflation schlägt unbarmherzig zu. Wieder über 3% im letzten Monat die Preise gestiegen. In den letzten Monaten, also seit Jahresbeginn, 37% Preissteigerung und im Vergleich zum letzten Jahr sogar 72% Preissteigerung. Das ist natürlich eine Herausforderungen, vor allen Dingen für die Einheimischen, hier überhaupt zurande zu kommen, weil die Gehaltssteigerungen hier nicht im gleichen Maß beteiligt worden sind. Auf Anfrage der Gewerkschaften wurde die sogenannte Armutsgrenze in Nordzypern neu festgelegt aufgrund der Inflation. Diese liegt derzeit bei etwa 29.000 Lira für eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern. Das sind umgerechnet etwa 900 Euro. Hier kann sich jeder ein Bild machen, wie es für die Einheimischen aussieht. Sie haben hier wirklich große Probleme, damit zurechtzukommen. Die größten Preissteigerungen gab es übrigens bei Zeitschriften und Zeitungen, 150%, sagte Statistik, und bei Petersilie und Rotkohl bis 100% Preissteigerung, das ist kaum zu glauben. Auf der anderen Seite haben sich ein paar wenige Lebensmittel verbilligt, zum Beispiel Melonen auf minus 40% und bei ein paar andere Gemüsearten, aber insgesamt ist die Tendenz leider doch in die genau andere Richtung. Der Verkehrsminister von Nordzypern hat angekündigt, die Häfen Famagusta und Kyrenia in einen Privathafen zu verwandeln, also zu privatisieren. Aufgrund dessen, weil eben hier der Tourismus eine sehr große Rolle spielt, möchte man in der nächsten Zeit, wie immer ist das schwer dann einzuschätzen, wie lange das nun dauert, jeweils eine Ausschreibung anzusetzen, damit sich diverse Firmen für die Renovierung und Umsetzung bewerben können. Ein paar Informationen aus den Polizeiberichten des Landes. An der Grenze wurden wieder einige Personen festgenommen. Zum Beispiel, sie wollten von der Republik Zypern illegal Waffen und Munition einführen, wollten heimlich über die grüne Grenze einreisen. Das ist ihnen aber nicht gelungen. Sie wurden festgenommen. Ich habe zuletzt berichtet von der Festnahme des Präsidenten des Bauunternehmerverbandes von Nordzypern, der wegen Korruption und anderen Delikten angeklagt wurde oder wird. Er ist inzwischen freigelassen worden gegen Kaution. Er musste 400.000 Lira hinterlegen, seine Mitangeklagten sogar 1 Million Lira als Bürgschaft. Am obersten Strafgericht in Nordzypern wurde auch jetzt endgültig festgesetzt, ein Mann und seine Mittäter wegen Mordes. Das Ereignis hat wohl 2022 stattgefunden. Eine Abrechnung in Anführungszeichen zwischen Geschäftsleuten endete mit dem Tod von zwei Personen. Diese wurden jetzt zu lebenslanger Haft bzw. zu mehr als 20-jähriger Haft verurteilt. Im Verkehrssektor hat es wieder einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben, auch Verkehrsunfälle mit Beteiligung von betrunkenen Autofahrern. Ein User hat mich darauf hingewiesen, das wäre doch keine Meldung wert. Ich finde schon, jedes Menschenleben, das hier verloren wird, ist eins zu viel. Es tut sich auch einiges an den Seehäfen
und an den Flughafen Erzsan. Hier sind die Einreisezahlen deutlich gestiegen. Das gleiche trifft für den Fährverkehr zu. Man plant auch in der nächsten Saison, dass ein Wasserflugtaxi sozusagen von der Türkei nach Nordzypern eingerichtet wird. Mal schauen, ob sie es hinbekommen. Wäre eine tolle Sache, würde ich auch mal ausprobieren wollen. Dann folgende Meldung zum Thema Abwasser. Viele Häuser sind ja nach wie vor nicht an das Kanalisationssystem angeschlossen. Was heißt das? Das heißt, es wird immer Haus entsorgt, Plumpsklo ist das Thema. Das ist natürlich kein Beleg für Fortschritt. Nun sollen aber 1200 weitere Haushalte in Kyrenia an das Abwassersystem angeschlossen werden. Und ich begrüße natürlich das sehr, dass hier die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Ja, zum Thema Rechtssicherheit haben mich auch diverse Anfragen erreicht. Beim Kauf von Immobilien auf Nordzypern natürlich ist immer noch der Title Deed das entscheidende Thema. Man sollte sich schon bewusst sein, dass hier verschiedene Rechtsauffassungen nach wie vor bestehen. Ich habe in verschiedenen Blogs bereits mitgeteilt, dass der Pre-1974 Titel, also Immobilien, die vor 1974 angeschafft worden sind, safe sind. Auch der Exchange Title Nord-Süd dürfte als sicher angesehen werden. Die TR-Titel, die nach 1974 später eingeschrieben worden sind, diese sind etwas kritischer zu sehen, aber natürlich ist es so, dass die Angehörigen von ehemaligen Immobilien griechischer Natur, griechische Zyprioten hier immer wieder damit drohen, sie zurückklagen zu wollen. Da hat sich aber doch einiges getan. Ich habe es in einem Blog schon erwähnt, die Immobilienkommission, die extra dafür eingerichtet worden ist, für solche streitigen Fälle, hat normalerweise die Aufgabe, diese Streitigkeiten auch zu lösen und damit nicht jedes Mal der Klageweg beschritten werden kann. Der Klageweg ist aber nicht ausgeschlossen. EU-Bürger können zum Beispiel von der Republik Zypern aus klagen gegen eine Eigentumsübernahme. Das ist nach wie vor nicht untersagt. Und auch Anzeigen, zum Beispiel wegen Betruges, sind nicht ausgeschlossen. Wenn ein europäischer Haftbefehl zum Beispiel vorliegt, der von der Republik Zypern ausgestellt worden ist gegen mögliche Angeklagte im Norden der Insel, die dann woanders in der EU aufgegriffen werden, so ist dieser grundsätzlich zu vollziehen. Die Rechtslage ist da immer noch sehr kompliziert. Insgesamt sehe ich aber den Eigentumserwerb auf Nordzypern inzwischen relativ gelassen, weil doch die meisten Bauträger hier ordnungsgemäß handeln und die Makler ebenfalls. Trotzdem sollte sich man mit dem Rechtsanwalt seines Vertrauens dann in dieser Hinsicht beraten, wem nun diese Immobilien gehört und vor allen Dingen, was viel öfters vorkommt, ob diese belastet ist oder nicht, das heißt, ob noch Schulden zu bezahlen sind, ob Wasser, Strom noch offen ist, ob nicht Zwischenhändler den Zwischenverkauf gemacht haben. Das sind alles Sachen, die noch viel stärker einwirken. Ja, noch zwei gute Nachrichten zum Schluss. Der eine ist, 303 Ausländern wurde die Genehmigung erteilt, Immobilien sowie beantragt zu erwerben. Das dauert ja meistens ziemlich lang, also herzlichen Glückwunsch, vielleicht seid ihr ja dabei. Und die zweite Nachricht ist, dass ein Flamingo sich verirrt hat von der Republik Zypern in den Norden. Er wurde einen Sender angebracht und jetzt ist er in den Sümpfen von Famagusta gesichtet worden und da wird er aufgepäppelt und vielleicht kehrt er ja nach Larnaca zurück. Kann ich nur jedem empfehlen, dass er mal in den Süden fährt und zwar in der Winterjahreszeit
Und bei genügend Niederschlägen wird er auf jeden Fall am dortigen Salzsee vor Larnaca viele, viele Flamingos sehen. Das ist schon eine Reise wert. Man kann nur hoffen, dass die Niederschläge auch immer genügend sind, weil da, wenn kein Wasser, dann auch keine Flamingos. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald auf diesem Kanal. Ciao!